Daheme. Weil daheme ist es noch am schönsten. Bekanntlich. Ja, weil home is my castle. Ach. Da werde ich jetzt mal ein bisschen die Truhen plündern. Weiß ich denn, was hat. Aber Tropenholz? Tropenholz könnte ein bisschen dunkel sein, oder? Ja, was willst du sonst nehmen? Weiß es nicht. Bin mir halt unsicher. Eiche ist halt genau dieselbe Farbe wie die Dinger. Ja. Ich meine, so ein einfarbiges Ding dahin klatschen ist auch irgendwie uncool. Ja, das stimmt. Moment, da werde ich es wahrscheinlich nicht drin finden. Auch nicht da. So, da ist Holz. Ja, meine Tropenholzvorräte gehen auch langsam zur Neige. Ja, dann müssen wir bald mal wieder mal ein paar Äxte bauen und die dann mal durch den Urwald jagen. Ah, ein bisschen den Urwald niederbeholzen. Warte mal, hattest du bei dir im Haus noch irgendwo Urwaldsetzlinge? Das könnte wiederum sein, ja. Warte mal, ich weiß noch, in irgendeiner Aufnahme hatte ich gesehen, was, wo du hinters Haus gegangen bist und dort Tropenbäume gepflanzt hast. Stimmt, das auch, ja. Ich schau mal, ob da vielleicht irgendwas ausgewachsen ist von. Wo du mein ganzes Knochenmehl für deinen Viererbaum da ausgegeben hast, der nie gewachsen ist. Ja, früher ging das ja mal. Übrigens, bis heute ist er noch nicht gewachsen. Tja. Das ist natürlich blöd, das waren immer geile Vorräte, die man sich da mal so eben zugelegt hat. Ja, das geht aber anscheinend nicht mehr mit Knochenmehl zumindest nicht mehr. Nee. Also einzelne Baumstücken kann man immer noch machen, aber so ein Vierer-Stack, also ein Vierer-Ding anscheinend nicht. Vielleicht wächst so ein Viererbaum auch wirklich nur im Dschungel. Welcome to the Jungle. Das mag natürlich jungle sein. Scheiße, ich hab keinen Knochen mehr, Juvi. Oh Mano. Mano. Mensch, jetzt mach doch mal was hier. Scheiße, ich brauch noch genau zwei Treppen. Hallo Schweinchen. Was für Treppen? Eichenholz, aber die mach ich jetzt eben. Kann ich dir auch mitbringen. Ich bin eh gerade auf dem Rückweg. Dauert nicht zu lang. Das ist gemein. Sagst du, ich wäre langsam? Ja. Ich eile zu dir, mein Geliebter. Schnell ins Wasser mit dem Schwein zusammen. Komm Schwein, wir flüchten, wir hauen ab, wir brennen durch. Okay, Achtung, Schweinchen will Achtung nicht. Und Arschbombe! Platsch! Ah, das war gut. Yay! Yeah. Meine Arschbombe hat so viel Wasser in die geschossen, dass es gleich alles wieder zurückkommt. Na, Grats. Mit Gewitter. Ja. Ihr Götter! Was haben wir verbrochen, dass uns mit diesem Wetter straft? So. Ihr seid nervig. Ja, das verdammt. Ist uns schon klar. Das ist jetzt keine Begründung. Doch. Menno. So, Balas. Was denn? Die Stege sind durch. Okay, ich bin auch durch. Jetzt müssen sie mich noch Arzt lassen. Scheiße, Balas, ich brauch Treppen. Aha. Komm zu mir, mein Sohn. Nein, ich crafte mir jetzt welche. So, Dach ist fertig, ne? Es regnet auch kaum noch in die Häuser rein. Will gar nicht wissen, was du da gemacht hast. Noch nix. Achso. Ich hab zwei Stücken gesetzt bisher. Yay. Ja. Ich mag dich, Treppe. Ganz doll. So. So, einfach immer ein bisschen was setzen. Ey. Sag mal hier, was ist das für ein Scheißwetter? Hast du das bestellt? Nee. Ich glaube ja doch. Nee, ich glaube nicht. Du. So, jetzt ist mein Tropenholz alle. Ja, gut. Ist doch schon eine Reihe geschafft. Noch nicht mal ganz rum. Naja, weißt du, wie ich das meine?
Das Dach ist fast fertig. Ja, sieht gut aus. Lassen wir so. Ja, hast du übrigens recht, Rick, komm rein. Ja. Ja. Da ist sicher trocken drin, ne? Ja, bestimmt. Gut, dass es in so eine Bibliothek nicht reinregnet. Ich stell mir vor, die ganzen Bücher würden dann nass werden und kaputt gehen. Das wäre scheiße. Das wäre wirklich scheiße. So darf ich vorstellen, das Buch der Bücher. Das ist ja Ringe? Nass. Nee, das ist ja nass. Ach, scheiße, es ist versaut. Oh nein. Der Donner ist sehr romantisch. Findest du? Ja. Klingt so ein bisschen wie ich nach einer Bohnensuppe. Echt? Ja. Magst du etwa Bohnensuppe? Hm? Magst du etwa Bohnensuppe? Ja. Ich auch. Da ist ja schon wieder das Schwein auf dem Steg. Wir opfern dich an den Gott des Meeres. Bleib da. So. Mistsau. Hast du noch ein bisschen Knochenmehl da? Nein. Wie du vorhin selbst sagtest, habe ich letztes Mal alles verbraucht. Du hattest alles verbraucht. Ich konnte mich nicht mehr genau daran erinnern, ob du alles verbraucht hattest. doch, hatte ich schon. Mist. Strafe muss sein. Nein, ich werde mit Eiern beschmissen. Aber wir brauchen noch Eier. Wofür? Weiß ich nicht. Für Eierkuchen. Für irgendwas brauchen wir die bestimmt. Aus Eiern kann man super geil Bier brauen. Hier sind übrigens auch noch 3 Leder in der Truhe drin, ne? Oh. Ja, gut. Weil du vorher nach Leder geschrien hast. Ja, genau, das habe ich auch noch gar nicht verbraucht, fällt mir gerade ein. Hab ich gleich wieder vergessen, als ich das Leder dann hatte. Nein, beziehungsweise dann kam ja die kleine Aufnahmepause dazwischen. Was wolltest du denn mit dem Leder machen? Ich wollte eigentlich nur einen Bilderrahmen herstellen. Ah. Die Musik passt auch gerade unglaublich gut zu dem Gewitter. Also in dem Fall wirklich. Okay. Weil sie gerade sehr dramatisch war. Yay, dramatic music. Da passt auch nichts. So, Ballas, 5 Minuten haben wir noch. Yay. Ja, 5 Minuten, in denen ich gerade nichts machen kann, weil ich kein Tropenholz mehr habe. Ja, das tut mir leid. Ich fühle mich unnütz. Hast du keinen Knochenmehl mehr? Nein, denn irgendein Psychopath hat das alles verbraucht. Plus die gesamten Knochen, die ich noch hatte. komisch. Was für ein Vollidiot macht denn sowas, ne? Ja. Jetzt muss ich warten, dass Mutter Natur sagt, ja, lass die Bäume wachsen. Ja, das dauert ja ein bisschen. Tagsüber wachsen Bäume schneller. Sagt wer? Das liegt am Chlorophyll. Ist voll logisch und so. Ja, wie du so bist, voll logisch und so. Ja. So, dann gehe ich jetzt aber mal noch ein bisschen, Heuballen holen. Jo. Dann mache ich dann mal noch welche, dann können wir die in die Lager stellen. Tu dies. Muss ich nochmal schnell ein paar zusammenflicken. Und dann... Und dann? Guten Abend! Und dann? Und dann fällt mir nichts mehr ein. Ja, dann machen wir auch gleich erstmal Feierabend. Jo. So, schauen wir mal. Hier, da haben wir Weizen. Ha, so viel Weizen, was man damit alles bauen könnte. Setzen wir mal eben den Weg rein. Zum Beispiel 7 Ballen. Ein Stack reicht für 7 Ballen und dann ist noch einer übrig. Sehr gut. Da geht die Rechnung ja voll auf. Das ist genau die Menge, die ich brauchte. 7 und ein über. So. Ich bin auf dem Weg zu dir, Juvi. Yay, dann können wir bald den Weg hier auch anschließen. 1, 2, 3, Ballas kommt vorbei.
Wie war das? 4, 5, 6? Was, wie ging's denn weiter? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. 1, 2, 3, Freddy kommt vorbei. 3, 4, steht vor deiner Tür, glaube ich, oder irgendwie sowas. 1, 2, Freddy kommt vorbei. 3, 4, er steht schon vor der Tür oder irgendwie so. Naja, irgendwie so in die Richtung. Ist zu lange her. Ja. Ich muss aber auch sagen, weil das passt gerade gut, weil wir gerade bei so Horrorfilmen und sowas jetzt sind, ne? Zufällig. Viele von diesen Horrorfilmen, die so aus der amerikanischen Richtung kommen, finde ich, sind jetzt nicht wirklich Horrorfilme, sondern irgendwie eher so, ja, Actionfilme. Du meinst so die Klischee-Mörder mit Axt und Messer und ja, so. Zum Beispiel, da kam jetzt das Wochenende, da war ich bei meinen Eltern. Da habe ich mit meiner Mami zusammen den Anfang von Der Fluch von Darkness Falls angeschaut. Dann ist sie ins Bett gegangen, dann habe ich den Film alleine zu Ende geschaut. Ich muss sagen, ich fand ihn ziemlich schlecht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das war, ja, da geht es irgendwie darum, so eine alte Oma, die vor 100 Millionen Jahren Kindern immer hier, sag mal, wenn sie ihre Zähne verloren haben, hat sie denen Geld gegeben, ein bisschen was, ne? Also so eine Goldmünze pro verlorenen Zahn oder irgendwie so. Okay. Und dann eines Tages sind zwei Kinder verschwunden und die bösen Dorfbewohner haben natürlich gedacht, die alte Hexe hat die Kinder verschleppt und getötet und was auch immer. Haben sie verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Und am nächsten Tag sind die kleinen Kinder wieder aufgetaucht und die alte hatte halt auf dem Scheiterhaufen nochmal die Leute verflucht, so nach dem Motto, ne? Ah. Und seit diesem Tage kommt sie dann an mit irgendeiner komischen Porzellanmaske, fliegt durch die Gegend und tötet alle Leute, die sie mal gesehen haben oder irgendwie sowas. Frag mich nicht. Und sie ist halt so irgendwie so die Zahnfee praktisch, die dann so durch die Gegend zieht und die Leute tötet. Ah ja, hab ich ja sogar schon mal irgendwo von gehört. Absoluter Scheißfilm meiner Meinung nach. Also mit Horror hat er nicht wirklich viel zu tun. Ist halt wirklich eher ein stumpfer Actionfilm. Jo, gibt's alles. Vor allem der Typ, der halt dann so als Kind praktisch von ihr nicht erwischt wurde und halt dann verdächtigt wurde, seine Mutter getötet zu haben, angeblich, kommt halt dann irgendwann wieder und also, oh, das ist doch der Kerl, der seine Mutter getötet hat, ne, bla bla, und alle labern so hinter vorgehaltener Hand so über ihn. Und dann stirbt halt da so ein komischer Rocker, der ihn verprügelt hat im Wald, wird halt auch von dieser komischen Zahnfee, ich sag mal Zahnfee, wird von der Zahnfee getötet. Okay. Und ja, auf alle Fälle, dann wird er wieder eingebuchtet, dann werden alle Polizisten werden von diesem Ding dann irgendwie gekillt. Ach, frag mich nicht. Also auf alle Fälle voll der seltsame Film. Und am Ende ist er natürlich der große Held, der die Zahnfee kaputt macht. Ah ja. Indem er ihr die Maske klaut und ihr mit einem am Leuchtturm, dann praktisch mit dem Leuchtturmlicht ins Gesicht leuchtet. Und dadurch löst sie sich dann auf. Grats. Voll logischer Film. Voll logisches Finale eigentlich und so. Ja, grats. Ja. So, egal. So, wir hören jetzt mal auf. Die Bäume wachsen, genau. Und ihr könnt da mal abschalten. Genau. Ja, das ist aber auch alt. Ja. Der Peter Lustig, der mochte ja auch angeblich keine Kinder. Ja, das ist, ich glaube, es ist einfach nur so ein böses Klischee. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist so ein Öko. Ökos mögen keine Kinder. Ja, aber warum machst du eine Kindersendung, wenn du keine Kinder magst? Also, ist doch irgendwie, ja, um ihnen Unsinn beizubringen, damit sie die Eltern nerven. So, jetzt lass es sich wieder festquatschen. Ich will jetzt rendern und ins Bett. Jo, wir müssen ins Bett. Also, gute Nacht, genau. Leute. Ja, dann gute Nacht euch oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Erfahrungsgemäß wird das Video immer früh geguckt. Also, guten Morgen. Guten Morgen. Und wir sehen uns dann in der nächsten wieder ein bisschen längeren Aufnahmesession, denke ich. Ja, da schauen wir dann, da kriegen wir schon noch was hin. Jo. Und dann geht es bald zu Gamescom. Ich freue mich darauf schon. Wir sehen uns, ne? Genau. Bis dahin. Jetzt hört es auf zu regnen und wir gehen jetzt baden. Tschüss. Tschüss. Bis morgen.